Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um die kleinen Dinge, die die Welt bewegen, nämlich das hier und das hier, denn damit geht dir nie der Saft aus. Kanntet ihr diese Geräte hier eigentlich, diese kleinen Adapter, um damit euer Handy zu laden und auch für andere Dinge? Ich auf jeden Fall nicht. Und das ist echt schade, denn wie oft hatte ich das, dass ich unterwegs war, vor allem auf der Baustelle und mein Handy war alle und ich konnte es nicht laden, weil der Verkleiderkasten irgendwo im Nirvana war. Ihr habt hier die Möglichkeit, mit diesen 18-Volt-Adaptern oder 12-Volt-Adaptern super einfach und vor allem auch schnell, das zeige ich euch gleich mal, euer Handy zu laden. Eine interessante Zusatzfunktion ist übrigens, zum Beispiel hier bei Bosch oder Milwaukee und anderen Herstellern, habt ihr hier einen kleinen weiteren Anschluss. Damit könnt ihr zum Beispiel auch eure Heizjacke betreiben und damit wird euch im Winter nicht kalt. Also das sind wirklich echte Allrounder. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie das dann hier funktioniert. Den Adapter, der hat hier unten eine Aufnahme, genauso wie euer Akkuschrauber oder andere Geräte. Und das könnt ihr ganz einfach hier oben drauflegen. Und dann war es das auch schon. Übrigens, was ich mega spannend finde, die meisten dieser Adapter haben so viel Kraft, das sind eigentlich Schnelllader. Schnelllader, genau. Damit könnt ihr euer Handy also wesentlich schneller aufladen als mit dem mitgelieferten. Zum Beispiel ein iPhone hat einen 1000 mAh Adapter im Lieferumfang. Das Gerät hier hat satte 2400 mAh und damit bekommt ihr euer Handy auf jeden Fall echt schnell geladen. Und ich meine, die Zusatzfunktion, die viele dieser Adapter auch haben, ich zeige das euch gleich nochmal, ist natürlich Wahnsinn. Das heißt, ihr könnt eure Jacke damit laden, beziehungsweise im Winter habt ihr es halt immer schön warm, denn ihr könnt den Adapter nehmen, in die Jackentasche stecken und dann habt ihr bei den Heizjacken immer genügend Strom. Ihr habt natürlich alle verschiedene Akkusysteme, deswegen möchte ich euch jetzt jeden Adapter mal ganz kurz im Detail zeigen und viele haben echt witzige Zusatzfunktionen. Fangen wir doch gleich mal mit 18 Volt an und wenn wir 18 Volt nehmen, nehmen wir natürlich auch einen 12 Ampere Pro-Core Akku hier bei Bosch. Wir haben also den 18 Volt Adapter. Ihr könnt das natürlich auch hier mit dem kleineren Akku betreiben, aber es sah für euch hier so einfach viel interessanter aus. Auf jeden Fall könnt ihr mit dieser riesigen Leistung ja wahrscheinlich eine ganze Woche in Urlaub fahren, in Camping fahren und habt immer genügend Saft auf eurem Handy. Ich habe es versucht leer zu bekommen, ich habe es einfach nicht hingekriegt, auch über Tage nicht. Wir haben hier hinten zwei Anschlüsse für ein USB-Gerät und also wie euer Handy zum Beispiel und habt hier den Anschluss für die Heizjacken. Und hier natürlich den Schalter, um es einzuschalten und schon kann es losgehen. Hier haben wir jetzt das Gerät von Makita und das ist einfach, schnörkel und kompromisslos. Es lädt das Handy mit 2100 mAh und ist hier sogar staubgeschützt. Ihr habt hier auch wieder zwei Anschlüsse, Nummer 1 und Nummer 2 und könnt hier das Handy auch dann entsprechend einstecken. Dann schauen wir mal hier und es wird erstmal nicht geladen, sondern ihr drückt das hier drauf und dann fängt das Laden an. Übrigens, das ist auch wieder ein Schnelllader. Ich habe damit mein Handy vorhin in einer Stunde vollgeladen. Kommen wir zu 18 Volt Metabo und hier haben wir eine tolle Zusatzfunktion. Aber erst einmal, das Gerät hier lädt mit 2000 mAh, hat hier auch zwei Anschlüsse hier vorne. Auch hier den Anschluss für die Jacken. Dann haben wir hier aber noch eine Zusatzfunktion und zwar haben wir eine LED, die wir einschalten können. Wir können einmal draufdrücken, kommt hier Licht einfach raus. Oder länger drauf drücken wie jetzt, dann hat man dauerhaft eine Taschenlampe. Und schaut mal hier, die ist gar nicht so schlecht. Also das ist eine super Zusatzfunktion. Und wir können hier einfach drauf drücken und dann wird das Handy geladen. Kommen wir zum Dewalt-Adapter. Hier haben wir satte 1500 mA und haben hier ein echt schönes Design. Findet ihr nicht auch? Also ich finde, dass hier der Schwung und das Gelb mit den Noppen hier riffeln, das finde ich schon echt schön. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch wieder zwei Handys zu laden. Und das Ganze ist ein echtes kleines Wunder oder Adapterwunder, weil ihr könnt mit dem hier die 18 Volt, 14 Volt, aber auch hier den 12 Volt genau laden. Schaut mal hier. Das passt sogar so. Hier haben wir jetzt den 12-Volt-Adapter von Bosch. Der ist schon sehr kompakt. Damit könnt ihr ganz normale 12-Volt-Akkus betreiben. Aber natürlich auch solche Monster, hier wie den 6 Ampere. Auch das passt super. Ihr habt jetzt einen Anschluss für USB und hier den Anschluss für die Heizjacken. Und hier könnt ihr das Ganze einschalten. Schaut euch mal den kleinen Adapter von Makita an für 12 Volt. Wir stecken das einfach mal hier drauf. Und das ist doch schon echt klein und niedlich, oder? Trotzdem hat der Kleine hier 2100 mAh. Wahnsinn. Ihr habt hier auch wieder einen USB-Anschluss und könnt das Ganze hier einschalten. Hier ist der 12-Volt-Adapter von Metabo. Und ihr habt hier wieder die Zusatzfunktion, nämlich die LED-Lampe. Könnt ihr hier einschalten. Und das Ding macht schon richtig Spaß so. Das ist echt klein, kompakt und ihr habt immer die Lampe dabei. Hier könnt ihr das Ganze einschalten für das Handy. Und hier hinten ist der Anschluss. Hier ist der 12-Volt-Adapter von Milwaukee. Und ihr habt hier
Das hier alles im Lieferumfang, das heißt, ihr habt hier den Stromadapter, ihr habt dieses Kabel bzw. Micro-USB-Ladekabel und den Adapter an sich. Und der ist deswegen besonders, weil wir hier die Möglichkeit haben, mit dem Adapter und dem Kabel, also erstmal einzeln, damit kann man natürlich sein Handy laden, aber mit dem zusammen kann man auch den Akku laden. Man steckt also hier oben einfach das Kabel rein und dann kann man entsprechend hier den Akku laden und hier kann man sein Handy mitladen. Weil ich wissen wollte, wie die Qualität der Geräte ist, habe ich in den letzten Wochen das immer mal wieder ausprobiert. Was heißt immer wieder? Ich habe mein Handy ausschließlich nur mit diesen Geräten geladen und muss sagen, ich war mega zufrieden und ich war sehr erstaunt, wie schnell in der Regel mein Handy damit geladen wurde. Nämlich viel schneller als das von meinem Telefon. Was nochmal wichtig ist, das sind Geräte für 15 bis 30 Euro. Und für das kleine Geld habt ihr teilweise so eine hübsche Zusatzfunktion wie das hier. Auf jeden Fall habt ihr damit immer genügend Strom und überall, wo ihr mit einem Akku unterwegs seid. Das finde ich mega. Und schaut mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den ehrlichen Preisvergleich wie immer zu diesen ganzen Geräten. Weil hier gibt es doch eine ganze Menge Auswahl. Also schaut unten mal rein, wie teuer genau der Akku ist oder der Adapter ist für eure Akkusystem. In dem Sinne kann ich nur sagen, das sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen und ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.